Zurück bei der Fitness- und Physio-Family in Koblenz. Während sich Wolfgangs Fitness-Challenge langsam aber sicher dem Ende zuneigt, wartet bereits Leonie von der Barmer Krankenkasse auf ihn, um mit ihm seine aktuellen Körperwerte zu prüfen und diese mit seinen Anfangswerten zu vergleichen. Dafür nutzt Leonie, wie beim letzten Mal, die bioelektrische Impedanzanalyse, welche durch leicht elektrische Ströme Aufschluss über den Kalorienbedarf sowie den Muskel-, Körperfett- und Wasseranteil in Wolfgangs Körper gibt. Super, dann darfst du die Griffe schon wieder zurücklegen und auch von der Waage schon wieder runtersteigen. Dann schauen wir uns gemeinsam mal deine Werte an. So, wir haben jetzt hier einmal das gesamte Körperfett. Da sehen wir im Vergleich zum früheren Ergebnis eine leichte Verbesserung. Da darfst du weitermachen. Wir haben heute wieder eine Analyse gemacht von Wolfgangs Körper. Da haben wir uns das Körperfett, die Muskelmasse und auch das Wasser angeschaut. Und da haben wir eine schöne Veränderung festgestellt, also eine leichte Tendenz nach oben oder ins Positive. Und wenn der Wolfgang da dauerhaft dran bleibt, dann ist das natürlich auch eine schöne und gute Entlastung für sein Knie. Wolfgang ist soweit mit den Daten seiner Körperanalyse zufrieden und macht sich auf den Weg zu Dr. Andres. Dieser wartet bereits, um von Wolfgang eine Bestandsaufnahme seines aktuellen Gesundheitszustandes zu erhalten und um die Ergebnisse seiner MRT-Untersuchung zu besprechen. Denn Dr. Andres hatte bereits bei seinem letzten Besuch eine böse Vermutung. Wir hatten noch das MRT von der Lendenwirbelsäule gemacht, weil ich die Vermutung hatte, dass da der außenseitige Schmerz im Unterschenkel nicht allein vom Knie kommt, sondern dass auch der Rücken damit eine Rolle spielt. Und das Ganze hat sich bei den Aufnahmen auch bestätigt. Der Verdacht von Dr. Andres hat sich also bestätigt. Bei Wolfgang kündigt sich bereits ein leichter Vorfall der Bandscheiben an, welcher sehr wahrscheinlich für die Schmerzen in seinem Bein mitverantwortlich ist. Denn durch die Bandscheibenvorwölbung kriegen die Nerven, die seitlich aus der Wirbelsäule Richtung Bein verlaufen, Druck, wodurch die Schmerzen bis hin zu Wolfgangs Unterschenkel verlaufen. Ja, also bei Wolfgang war es jetzt wie so häufig, dass nicht nur eine einzelne Ursache die Symptomatik auslöst, sondern dass er mehrere Baustellen hat, sprich außer dem Kniegelenk, was wir schon wussten, hat er auch im Bereich des Rückens seine Probleme, sodass wir jetzt in Zukunft bei der weiteren Therapie zweigleisig fahren und sowohl den Rücken als auch das Kniegelenk behandeln. Bezüglich für die weitere Zukunft therapeutisch machen sollte, ist im Prinzip ähnlich wie beim Knie auch. Das Wichtigste ist, dass man auch hier eine gute Muskulatur aufbaut. Weil man weiß, je besser die Muskulatur ist, umso weniger schreiten solche Bandscheibenschäden auch voran. Das Ergebnis ist also eindeutig. Wolfgang muss in Zukunft weiterhin aktiv dafür sorgen, seine Muskulatur in diesem Bereich zu stärken, um den Bandscheibenproblemen entgegenzuwirken und eine weitere Verschlimmerung zu verhindern. Und? Wie geht es Wolfgang nun mit seiner neuen Diagnose? Dadurch werde ich jetzt auch am Ball bleiben. Auf jeden Fall, die Motivation ist sehr hoch jetzt, weil ich auch ziemlich genau weiß, wo es herkommt, wo das Problem wirklich sitzt. Und hier bei der Physio-Family fühle ich mich da auch bestens aufgehoben, weil hier ist Physio und Krafttraining in einem. Und da kann ich jetzt konzentriert und fokussiert auf dieses Problem eingehen. Auch wenn sich unsere Sendung nun bald dem Ende zuneigt, fängt die Reise für Wolfgang gerade erst an. Denn um alte körperliche Probleme zu verbessern und die Gefahr für neue Probleme zu reduzieren, muss Wolfgang am Ball bleiben und regelmäßig Sport und Physiotherapie in seinen Alltag integrieren. Nur so gelingt es ihm, auch längerfristig ein nachhaltiges, fitteres und gesünderes Leben zu führen. Wie das Fazit von Wolfgangs 12-Wochen-Challenge aussieht, erfahren Sie am Mittwoch in 2 Wochen. Nur bei TV Mittelrhein und Westerwald-Wied TV.